Schöne am Umsonstladen ist, dass wir hier mitten im Quartier eine tolle Location gefunden haben. Eine ehemalige Bäckerei, die hier fast 90 Jahre Brot und Brötchen für das Quartier gebacken hat. Jetzt sind wir hier mittendrin, haben saniert seit 2019 und freuen uns jetzt hier auf 200 Quadratmetern etwas für das solidarische Miteinander im Quartier zu tun. Der Umsonstladen hat eine ganz simple Idee. Es geht darum, dass viele Menschen Dinge haben, die sie eigentlich gar nicht mehr brauchen. Die liegen dann häufig im Keller oder auf dem Dachboden. Und andere Menschen brauchen genau diese Dinge. Und das Ganze findet ohne Geld statt. Das bedeutet, wir sind zwar kein Sozialkaufhaus, aber alle Menschen haben hier unabhängig von der Dicke ihres Geldbeutels die Möglichkeit, schöne Dinge mit nach Hause zu nehmen. Vor einem Jahr zur Weihnachtszeit, wir hatten hier einen einfachen Holzweihnachtsbaum, also wie aus dem Werkunterricht geschnittenen Holzweihnachtsbaum. Ich habe gedacht, den kriegen wir nie los hier. Haben wir hier auf die Treppe gestellt und dann kam hier so ein Tischler kam vorbei, der genau diesen ja doch recht verfallenen alten Holzweihnachtsbaum gesehen hat, gesagt, das ist genau das, was ich gesucht habe, das kommt in meine Werkstatt und nimmt es hier direkt von uns mit. Also Dinge, wo wir glauben, sie haben keinen Wert, haben für andere Menschen einen besonderen Wert und das ist das, was man hier so erleben darf. Auch viele Menschen aus der Ukraine hatten wir viele gehabt, auch mit ihren Kindern. Und da muss ich auch sagen, da ist mir auch das Herz einfach aufgegangen, wenn man gesehen hat, wie man diese Menschen glücklich gemacht hat mit einem Teller und einer Tasse oder die Kinder mit einem Spielzeug oder mit einem Stofftier. So eine Freude. Das hat man schon lange nicht mehr irgendwie gesehen. Also viele kommen auch her, um tatsächlich auch mal ein Gespräch zu haben. Ja, also man merkt schon auch, dass es gerade bei älteren Leuten so ist, dass sie auch wirklich wahrscheinlich einsam sind oder wenig Ansprache haben und sich dann auch freuen, wenn sie hierher kommen und haben in dem Laden ein Gespräch über irgendwas, wenn sie was Kleines mitnehmen oder sie trinken draußen einen Kaffee und können mit jemandem mal reden. Ich denke, das macht den Laden auch aus, dass es nicht nur so ein Geben von Sachen ist, sondern dass man auch versucht, mit den Leuten im Gespräch zu sein und Leuten auch weiterzuhelfen.